Willkommen bei den Tierfreunden Lüdinghausen. Den Tierschutzverein Tierfreunde Lüdinghausen und Umgebung gibt es jetzt seit 20 Jahren. Das Tierheim hier in Senden haben wir im September 2019 eröffnet und bieten hier bis zu 18 Hunden in 9 Zwingern und 40 Katzen in 4 Katzenzimmern ein vorübergehendes Zuhause. Auch geplant ist noch ein Kleintiergehege, der Bauantrag ist durch und wir hoffen, dass wir auch im Frühjahr mit dem Bau starten können. Der Verein ist mit 300 Mitgliedern relativ klein. Wir glauben aber, dass genau das auch unsere Stärke ist. Die verschiedenen Ehrenamtlichen setzen sich hier wirklich mit ihren persönlichen Stärken ein. Wir haben da einen ganz bunt gemischten Haufen und jeder kann sich hier wirklich so einbringen, wie er das persönlich kann und möchte. Uns ist wichtig, dass die Hunde nicht einfach nur von irgendwelchen Gassigängern ausgeführt werden, sondern zu Versorgungszeiten von verantwortungsvollen Menschen hier geführt werden, damit die Hunde auch etwas lernen auf diesen Spaziergängen. Je nach Bedürfnisse und Charaktereigenschaften des Hundes erstellen wir hier Trainingsteams, um den Hund gut für sein neues Leben vorzubereiten. Also hier im Katzenhaus kümmern wir uns aktuell um rund 30 Katzen in 4 Zimmern und Quarantäne- und Krankenstationen. Dabei handelt es sich um herrenlose Katzen, Fundtiere oder auch Tiere, die von ihren bisherigen Besitzern abgegeben wurden. Wir versuchen dann halt, diese Katzen an eine neue Stelle zu vermitteln und mit den Leuten zusammen herauszufinden, welche Katze dann am besten zu ihnen passt, ob es eine Wohnungskatze ist oder Freigänger. Und ansonsten, wenn wir halt kranke oder verletzte Tiere haben, werden die von unserer Tierärztin versorgt und wir versuchen dann ein neues Zuhause für sie zu finden.